Stellung, fertig, los. Das Gefecht für den Fechtnachwuchs geht in die neue Runde. Der SC Berlin lud zum alljährlichen Gig Cup der Schülerinnen und Schüler und der B-Jugend ein. Das Ziel geschafft, was ich mir erhofft habe, und ich bin zufrieden mit mir. Ich bin jetzt eigentlich ganz glücklich, dass ich gewonnen habe. Ja, wir haben viele Fechter am Start und freuen uns, so ein tolles eigenes Jahr ausrichten zu dürfen. Die jungen Florett-Spezialisten durften in den jeweiligen Jahrgängen von 2005 und 2006 beweisen, was sie im harten Training Tage, Wochen, sogar Monate zuvor erlernt hatten. Die sind gut vorbereitet, ja. Die Wettkämpfe stehen im Turnierkalender, die sind heiß drauf, hier zu fechten für uns. Ja, ist auch ein Highlight jedes Jahr. Ich bin ja jetzt momentan auf der Sportschule und da trainieren wir dann immer jeden Tag. Also wir fechten mal hier im Turnier sozusagen gegeneinander und da konnte ich sie schon einschätzen, wie sie fechten. Obwohl deutlich weniger Fechterinnen und Fechter am zweiten Tag des G-Cups an den Start gingen, konnten die Florett-Jungen und Mädchen die Spannung ganz weit oben halten. Je näher die jungen Nachwuchsfechterinnen und Fechter dem Finale kamen, desto größer die Emotionen. Manchmal war ich ziemlich nervös. Eigentlich habe ich schon gehofft, dass ich gewinne, da es nur ein kleines Starterfeld gab und ich die Gegner auch in anderen Wettkämpfen schon geschlagen habe. Im Finale der Mädchen im Jahrgang 2005 standen sich Julia Berger und Elisa Blöck gegenüber. Im Stechkampf konnte sich dann Julia Berger durchsetzen und holte sich den ersten Platz. Ebenso bei den Mädchen Jahrgang 2006 konnte sich dann Clara Marlene Lüben durchsetzen. Herzliche Gratulation. Manchmal war meine Technik nicht ganz sauber und es gibt immer Kriterien, wie man besser fechten kann. Zwei Siegerinnen des heutigen Wettkampfes standen bereits fest. Jetzt fehlte nur noch der männliche Nachwuchs. Als das Gefecht der älteren Jungen ausgefochten wurde, durfte sich der polnische Mitstreiter Jakub Vogt über den ersten Platz freuen. Tolle Leistung. Und bei den Jüngeren? Als dann die letzte Stoppuhr angehalten wurde, da konnte sich einer freuen, Lino McConnell. Er durfte ganz oben auf dem Treppchen Platz nehmen. Er gewann den Jahrgang 2006. Auch an ihn herzlichen Glückwunsch. Von der Organisation her hat wieder alle toll geklappt. Ja, wir haben genug Kampfrichter, die Trainer sind da, genug Sportler sind da. Wir sind stolz drauf, uns hat es gefallen, also gut organisiert. Also nicht nur erfreute Sieger, sondern auch völlig zufriedene Organisatoren. Der SC Berlin konnte mit dem Turnier mehr als glücklich sein und hofft auf eine weitere Steigerung der Teilnehmerzahl für das kommende Jahr. Wenn es wieder heißt, Stellung, fertig, los!